angenehme Unterhaltung. Wünschen Ihnen das Erste und Nescafé Cappuccissimo. Es wird viel passieren. Kevin. Ich werde sehr charmant sein, verführerisch, tief dekultiert. Und ehe er sich's versieht, wird er an meiner Angel zappen. Jetzt tut er mir fast schon wieder leid. Zurück, ihr Schwein, oder sie ist tot! Es wird viel passieren. Ja, ich verstehe. Um Gottes Willen, Herr Detmar. Dominik! Dominik! Oh Gott! Herr Kottmann, komm! Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Annika! Oh Gott! Dino! Dio mio! Oh, Süße! Oh Madonna! Oh, Scheiße! Oh nein! Oh Madonna! Marlon, Marlon, du lebst! Aber nicht mehr lange. Das ist alles okay. Fühlst du dich gut? Oh, Mann. Grazie, Dio, grazie. Elena. Wo ist Elena? Du wolltest mich verarschen. Mit deinem Gequatsche über meinen Bruder. Du wolltest mich einlullen und ich penne, fall drauf rein. Kevin. Draußen ist alles voller Polizei. Die anderen sind auch schon draußen. Denkst du nicht, es ist vorbei? Hier ist gar nichts vorbei. Außerdem, ich habe ja noch dich. Und zu zweit ist es sowieso viel netter. Überleg doch mal. Angenommen, wir kommen hier raus. Wo willst du denn hin? Im Ausland bist du auch nicht sicher. Für die Öffentlichkeit bist du ein Terrorist. Klingt nach einem Beruf, der ihm eine Menge Respekt verschafft. Kevin, noch gibt es keine Toten. Wenn du jetzt aufgibst, dann kommst du vielleicht noch glimpflich davon. Und was ist, wenn ich das nicht will? Ich meine, um ehrlich zu sein, die Nummer fängt an, mir zu gefallen. Ist doch geil. Alles dreht sich um mich. Eine ganze Armee Scharfschützen, Presse, Radio. Das ist scharf. Was? Für meine Eltern war immer Dennis der Star. Und ich der Arsch. Das ist es, worum es dir geht? Aufmerksamkeit? Du willst im Mittelpunkt stehen? Meine Eltern merken jetzt erst, dass ich auch noch da bin. Das haben sie jetzt davon. Ich bin hier! Ich bin wichtig! Na, kleine Schauspielmaus? Du hast wohl das Große losgezogen. Dieser Film wird ein richtiger Knüller. Und du bist die weibliche Hauptrolle. Kevin, bitte. Das Drehbuch ist noch nicht zu Ende geschrieben. Das macht die Sache so spannend. Man weiß nicht, wer am Ende... Und jetzt erzähl mal. Fichtner hat dich gestern Abend versetzt? Hat er gesagt, warum? Hat irgendwas vor sich hingemurmelt und mich dafür heute zum Mittag eingeladen. Hm. Jenny Deile? Ach, Herr Fechner, hallo. Ein bestimmter Anlass? Doch, das kann ich einrichten. Okay, bis dann, tschüss.
Was wollte Fechner? Schon wieder ein Großauftrag. Nein, er will mich heute Mittag sehen, zum Essen. Dich auch? Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Mein Gott, bin ich froh. Dieser Schuss. Als er gesagt hat, dass er dich erschießen werde. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Deiner Mutter habe ich schon Bescheid gesagt. Ich habe nachgedacht. Ja. Über uns, wie wir in Zukunft miteinander umgehen können. Nicht jetzt. Sag Mama, sie soll mich anrufen. Aber erst heute Abend, okay? Ja. Wiedersehen, Frau Meisenbach. Tschüss. Tschüss. Los, Inge, geh doch ran. Inge Busch, hallo. Hallo, Inge. Stell dir vor, was passiert ist. Ja, hallo, Jenny. Du klingst ja ganz aufgeregt. Hast du im Lotto gewonnen? Wir haben gewonnen, aber nicht im Lotto. Jetzt bin ich aber gespannt. Einen neuen Kunden, besser gesagt eine Kundin. Und diese Kundin besitzt eine Hochzeitsagentur. Das heißt doch nicht etwa... Na ja, klar doch, der Brautstrauß. Blumen für das Auto, Hochzeitstafel. Nicht zu vergessen, der Blumenschmuck für die ganze Kirche und. Genau das heißt es. Und das so gut wie jedes Wochenende. Von der Hochzeit im Country-Look bis zur pompösen Feier im Schlosshotel. Jenny, du bist ein Genie. Aber meinst du, wir schaffen das alles? Geht nicht, gibt's nicht. Zur Not müssen wir noch jemanden einstellen. Na, dann sehe ich mich auf der Messe hier gleich mal nach einem günstigen Großlieferanten um. Mach das. Tschüss, Inge. Tschüss, Jenny. Und küss mir Maxi, ja? Mach ich. Jetzt hat er nur noch Elena. Er wird sie erschießen aus lauter Wut. Er wird sie erschießen. Nein. Gerade weil er nur noch Elena hat, wird er ihr nichts tun. Er ist dann verloren, das weiß er doch. Ja, aber er hat doch gar keinen klaren Kopf mehr. Er ist nervös, übermüdet, gereizt. Und er hat die Pistole. Schatz. Eine falsche Bewegung. Schatz. Frau Zipkowski. Ihre Sorgen sind mehr als verständlich, aber ich denke nicht, dass er diese Schwelle überschreitet. Woher wollen Sie das denn wissen? Na ja, erinnern Sie sich. Kevin war wütend, sehr wütend. Wir haben den Schuss gehört. Und wir dachten alle, er hätte Marlon erschossen. Aber er hat es nicht getan, weil er es nicht kann. Verstehen Sie, Kevin ist ein unglücklicher, zorniger junger Mann. Mit Hang zur Gewalt und schwachen Nerven, aber er ist kein Mörder. Und wir werden dafür sorgen, dass er nicht in Versuchung kommt, einer zu werden. Spätestens am Auto werden wir zugreifen. Sind Sie wahnsinnig? Das ist doch viel zu gefährlich. Frau Zipkowski, meine Männer sind extrem gut ausgebildet. Wenn Kevin angeschossen wird, dann erschießt er Elena auf der Stelle. Bei allem Respekt, das Frau weiß ich auch ohne Ausbildung. Was glauben Sie, wie viele Einsätze dieser Art ich schon geleitet habe? Das klingt, als wäre es ein langweiliger Routinejob. Wie viele Menschen sind denn ums Leben gekommen bei Ihren Einsätzen? Sagen Sie mal. Hören Sie, wenn es nicht anders geht, kann ich Sie auch draußen warten lassen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Hier geht's um das Leben unserer Kinder. Ich werde noch mal mit Kevin reden. Ich werde ihn davon überzeugen, dass er aufgeben das muss. Das halte ich für keine gute Idee. Warum nicht? Na, wir haben doch bereits erlebt, wie aggressiv Kevin auf Sie beide reagiert. Wir sollten jetzt kein weiteres Öl ins Feuer gießen. Warum lassen Sie Kevin nicht gehen? Lassen Sie den Jungen ziehen. Dann lässt er das Mädchen bestimmt frei. Hallo, Fräulein Jenny. Sind Sie soweit? Hier bin ich fertig, aber es geht trotzdem nicht. Wo ist das Problem? Maxi. Inge ist in Holland und ich habe sonst niemanden, der ihn von der Schule abholt. Verstehe. Wir müssen unser Essen also verschieben. Macht ja nichts. Ich esse jeden Tag. Sie sicher auch? Ja. Vielleicht können Sie mir einfach so sagen, worum es geht. Selbstverständlich. Sie müssen wissen, Fräulein Jenny, ich habe wirklich große Pläne mit meinen drei Läden in der Galerie. Ich habe vor, sie völlig umzugestalten. Herr König weiß bereits Bescheid und ist ganz begeistert. Ja, und? Ach so, ja. Ein Blumenladen hat in diesen Planungen leider keinen Platz mehr. Wie bitte? Im Klartext, Sie müssen mit Ihrem Grünzeug hier raus. Lassen Sie doch einfach gehen. Der kommt sowieso nicht weit. Das würde Kevin uns nicht abnehmen. Er würde glauben, wir wollen ihn für dumm verkaufen.
Und er würde nicht davor zurückschrecken, weitere Geiseln zu nehmen, wenn er erst einmal auf der Flucht ist. Das können wir nicht riskieren. Sie kennen ihn doch gar nicht. Er ist doch noch ein Kind. Frau Sattler, das ist er offensichtlich nicht. Kevin ist unberechenbar und gefährlich. Dass es bisher noch keine Toten gegeben hat, ist reiner Zufall. Sie legen es ja richtig drauf an, dass es noch welche gibt. Ich kann Ihre Erregung sehr gut verstehen. Aber ich habe keine andere Wahl. Gar nichts verstehen Sie, überhaupt nichts. Sie wollen meinen Sohn erschießen. Was sind Sie bloß für ein Unmensch? Schauspielerin werden. Davon habe ich schon immer geträumt. Schon als ich ganz klein war. Willst du wissen, warum? Ich bin ja so gespannt. Das gibt's gar nicht. Wir haben damals neben einem Kino gewohnt. Ja, die meisten Filme waren erst ab 16. Ich war gerade mal 5. Ich habe aus dem Fenster gesehen, die ganzen Leute beobachtet, die nach Karten anstanden. Und ich habe mir gedacht, ich will, dass die Leute mal wegen mir Schlange stehen, weil ich in irgendeinem tollen Film mitspiele. Weißt du, was mich jetzt noch interessiert? Warum du mir das alles erzählst? Damit ich nicht einschlafe. Was auch immer hier passiert, ich will das mitkriegen. Erzähl weiter. Ich bin dann nach München gegangen, auf die Schauspielschule. Warum gehst du dann hier zur Schule? Weil es nicht geklappt hat. Was? Ich habe nur Absagen bekommen. Zu groß, zu klein, zu jung, zu alt. Ja, und dann habe ich... Na was? Dann habe ich Pornos gedreht. Es gibt Schlimmeres, oder? Also für mich war es die Hölle. Meine Lieben, Pasta mit Zucchini-Pesto-Soße. Ihr müsst doch wieder zu Kräften kommen, ne? Ach, Oma, rettet uns hiermit wirklich vor dem Hungertod, ne? Sie. Das wird die beste Mama der Welt. Amore mio. Appetit. Was möchten Sie essen? Dass Sie nach dieser ganzen Aufregung schon wieder arbeiten können. Aber ich muss doch meine Enkel wieder Komisidici aufpeppeln. Das ist wirklich bewundernswert. Ich sag Ihnen, wie es ist. Das beste Mittel ist, für die Nerven zu beruhigen, ist viel Arbeit. Da haben Sie recht. Sie, nun muss man nur noch diese arme Elena befreien. Und ich bete jeden Tag für Sie, auch für diesen furchtbaren Jungen. Was möchten Sie bestellen? Ja, ich hätte gern die Putenbrust auf Spinat, bitte. Sie. Ja. Das klingt sehr reizvoll, aber für mich im Moment nichts, danke. Grazie. Alles in Ordnung, Herr Fech, ne? Aber ja, doch. Stehe ich vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit Ihrer Erheiterung? Indirekt, am Rande. Entschuldigung. Ja, hallo? Ah, Jenny. Du, ist gerade ganz... Nee, ist gerade blöd. Auch wenn es dringend ist. Ich rufe dich an, sobald ich Zeit habe, okay? Ja, sorry. Gut, bis dann. Tschüss. Entschuldigung. Kein Problem. Also? Nun, ich werde meine drei Läden in der Galerie völlig umgestalten. Es wird eine Menge Veränderungen geben. Mhm. Und was bedeutet das für mich? Tja. Für Ihren Kosmetikstand ist im neuen Konzept der Galerie kein Platz mehr. Tut mir leid, Frau Bergmann. Sie wollen mich veralbern. Wieso sollte ich? Ja, aber die Galerie gehört doch Herrn König und der Herr König... Weiß Bescheid und findet meinen Plan genial. Ich dachte, dass du immer das Richtige machst. Kann man sich täuschen? Ehrlich gesagt mache ich so ziemlich alles falsch. Du wirkst so souverän.
Vielleicht, weil ich nicht aufgebe. Ich träume davon, mal eine richtig gute Schauspielerin zu werden. Leider habe ich dafür viel zu viel Lampenfieber. Und dann machst du hier in so einem Theaterding mit? Naja, weil ich gegen die Angst angehen will. Ich muss dieses Gefühl ersticken. Das finde ich toll. Ein Gefühl zu ersticken? Nee. Dass du dich deiner Angst stellst. Ich halte mich an meinem Traum fest. Der gibt mir Kraft. Ich habe auch so einen Traum. Ja? Wenn das hier vorbei ist, dann gehe ich nach Hawaii. Wieso denn gerade Hawaii? Da gibt's die coolsten Wellen. Ich möchte einmal auf diesem Brett stehen, wenn sich unter dir das Meer aufbäumt. Das muss gigantisch sein. Das klingt schön. Aber ich glaube, mir würde dazu der Mut fehlen. Ich bin echt gespannt, ob Fechner überhaupt kommt. So mies, wie der jetzt drauf ist. Fechner ist wieder der alte Stinkstiefel wie vorher. Ich dachte schon, der hat sich geändert. Ich würde dem zu gern mal meine Meinung sagen. Kann ich gut verstehen. Wäre aber der völlig falsche Zeitpunkt. Was haben wir schon zu verlieren? Er nimmt dir deinen Kosmetikstand und uns den Blumenladen weg. Was können wir da noch machen? Mit ihm reden, bevor er neue Verträge macht. Es geht um unsere Existenz. Ich wüsste gar nicht, wie ich das Inge beibringen soll. Und wenn er gar nicht kommt? Dann gehen wir eben zu ihm. Herr Fechner, kommen Sie rein. Na, die Damen? Was kann ich für Sie tun? Das dürfte ja wohl nicht allzu schwer zu erraten sein. Sicher brauchen Sie jetzt ein paar gute Tipps. Ich wüsste beispielsweise ein äußerst günstiges Umzugsunternehmen. Herr Fechner, warum tun Sie uns das an? Kevin? Ja? Könntest du mich jetzt vielleicht losbinden? Die Fesseln tun auf Dauer ganz schön weh. Keine Angst, ich laufe wirklich nicht weg. Willst du mich wieder einwickeln? Glaubst du, es klappt ein zweites Mal? Nein, wirklich nicht. Ich. Ach, lass. Es geht schon, so schlimm ist es auch wieder nicht. Erzähl weiter. Wovon? Na, von dir. Von früher. Wie bist du aufgewachsen? Wir mussten funktionieren. Und Dennis hat funktioniert. Dein Bruder kann's, also kannst du es auch. Stell dich nicht so an, du Trottel. Ich habe immer mehr Scheiß gebaut. Aus Trotz. Comicheftchen geklaut, Taschenmesser. Und irgendwann habe ich alten Omas die Handtaschen weggenommen. Die haben mich nie erwischt. Und dann dachte ich mir, okay, mal ein richtiger Bruch. Elektrogeschäft, Scheibe eingeschlagen. Kaum stehe ich drin, Bullen vor der Tür, schönen guten Abend. Und dann? Das war's dann. Dann haben meine Eltern mich ins Heim gesteckt. Dennis hat immer versprochen, dass er mich da rausholt. Aber das kann er jetzt nicht mehr, weil du ihn mir weggenommen hast. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Versprochen. Verstanden. Es kann losgehen. Jeder kennt seine Position. Hallo, Kevin? Ja, der Fluchtwagen steht bereit. 1 Million, ja. Auf dem Rücksitz. Schlüssel steckt. Und Kevin?
Tun Sie dem Mädchen nichts. Sie kommen raus. Wie? Drücken Sie jetzt etwa auf die Tränendrüse? Trauen Sie Ihrem bisherigen Konzept nicht mehr? Was denn für ein Konzept? Na, mit den Wimpern klimpern, verführerisches Lächeln, tiefes Dekolleté. Ich hatte ja eigentlich gehofft, Sie würden noch einen draufsetzen. Kleiner Striptease auf dem Tisch vielleicht. Uns ist im Moment nicht nach Scherzen zumute. Oh. Nur weil es gerade mal ein bisschen finster wird, verlieren Sie gleich Ihren derben Humor? Nicht doch. Bevor Sie sich von der Brücke stürzen, es war alles nur Spaß. Die Galerie bleibt, wie sie ist. Sie sollten nur mal sehen, wie hart Wachs werden kann. Aber man soll Geschäftliches und Privates trennen. Soll ich vielleicht im Pizzaservice anrufen? Also, ich bestelle eine Pizza Margherita. Und du? Du kannst jetzt deine Mutter anrufen. In New York ist es jetzt früh am Morgen. Zeitverschiebung. Sie wartet darauf, glaub mir. Sag ihr, was du zu sagen hast. Wenn du hier bleiben willst, gut. Wenn du nach New York willst, bitte. Deine Entscheidung. Folge mit Nescafé Cappuccissimo. I-Man. Du bringst die Liebe mit. Die neue Single von I-Man. Mein Herz, du bringst die Liebe mit.